Ja, moin, 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 liebe Leute, hier ist wieder euer Vortex. Vortex ist back in business, sozusagen, und wir kommentieren heute wieder ein Gameplay. Diesmal von, nicht vom Multi, sondern vom Xerox. Ja, der Vortex Xerox, das ist genauso ein krasser Hüpfer. Der schwitzt auch immer auf so richtig harte Gameplays. Was ich ja nicht ganz nice finde, dass sie sich wirklich so Mühe geben. Aber hier auf jeden Fall bei dem Gameplay ratzt er jetzt erstmal voll weg. Zweimal am Anfang gleich kriegt er voll eins auf die Schnauze. Ich glaube, hier jetzt kommt die Stelle, da kriegt er erstmal mit dem Zielsucher voll eins aufs Gesicht. Ja, es war voll auf die Monobraue, ey. Naja, aber auf jeden Fall habe ich heute wieder ein paar krasse Themen dabei. Aber erst nochmal kurz zum Gameplay. Das Gameplay ist auf der Map Standoff, heißt die. Jo, Standoff. Und er spielt da mit der Elsat und Schalldämpfer und noch irgendwas. Ich will jetzt wieder nichts wieder Falsches sagen. Abgeschossen. Ja, mit irgendwas spielt er auf jeden Fall noch. Und er reißt jetzt hier in dem Gameplay eine Assault Nuke, Alter. Richtig dickes Ding, was er da hier... ich weiß gar nicht, wie der das macht. Der hat anscheinend so Zauberfinger, dass der immer so Gameplays reißt. Naja. Auf jeden Fall habe ich so ein paar Real-Life-Stories dabei, was mir jetzt über die letzten 2 Tage so passiert ist. Fand ich eigentlich relativ witzig. Und zwar gestern war ich auf der Arbeit und bei uns läuft permanent wirklich das Radio, einfach durchgehend. Und die Charts gehen mir schon extrem auf den Sack. Und dann auf jeden Fall kam der Punkt so, der kommt hier von Miley Lick Around, also hier Miley Cyrus, kommt so das Lied Wrecking Ball. Ich denke mir nichts dabei, ja gut, das Lied geht mir auf den Sack. Und auf einmal kommt der Refrain, ne? Fängt so an, so, I came in, bla bla bla. Und dann genau in dem Moment, wo die Miley Wrecking Ball sagt, kommt so ein richtig dicker Kerl, aber es ist so ein richtiger Hüpfer, kommt durch die Tür rein und brüllt erstmal, hallo. Und, und ich hab da in dem Moment auf die Tür geguckt und ich hab den Typen so angelacht, beziehungsweise ich glaube, der hat sich eher verarscht gefühlt und, alter Vater, wie der einfach diese Abrissbirne von Typ dann durch die Tür kommt, ey. Richtig geil. Naja. Ja, was habe ich noch auf Lager? Ja, genau, heute. Da bin ich immer wieder erschrocken, Alter. Heute lauf ich so draußen auf der Straße rum. Und dann denke ich mir, Alter, was geht denn da ab, ne? Stehen da so 2 Weiber. Und machen da Fotos von sich. Machen so irgendwie so Selfie-Geschäße. Und die eine steht so an der... am Garagentor und macht da irgendwelche Posen. Und dann, wo ich näher gekommen bin, Alter, da habe ich erstmal einen Schock gekriegt. Das war dann so eine richtig schöne Nackenschelle erstmal für mich. Auf jeden Fall hat die ohne Scheiß, die war keine 10 Jahre alt, aber wirklich keine 10 Jahre alt. Steht da, zieht dann ihren komisch schlecht gemachten Zöpfen, Alter. Geschminkt bis zum geht nicht mehr. Wahrscheinlich ist unten noch was drinne, weißt du. Ey, die Weiber, die werden immer frühreifer. Das ist unglaublich. Die geben sich als reif aus. Also ich finde sowas krass, Alter. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, Leute. Könnt ihr mal unten reinschreiben, wie ihr sowas findet, wenn die Weiber irgendwie schon so mit, was weiß ich, mit 10, 11 Jahren mit Stöckelschüchen durch ihn und noch hier der Schultüte da im Bus rumlaufen, weißt du, das finde ich geht gar nicht, Alter. Oder diese kleinen, notgeilen Jungs, wo sich dann irgendwie mit 14 schon die Kippe ins Maul stecken. Oder mit 13... Sorry, wenn ich jetzt irgendjemand hier von den Zuschauern beleidige, aber... Komm, ja, okay, ich war auch nicht besser, ich war 15, beziehungsweise 16, wo ich angefangen habe, nee, 15. Und, Alter, man bereut es nur, glaub mir. Am Anfang ist es noch so eine Sache, so ein bisschen so, um cool dazustehen und so ein Scheiß. Aber, im Endeffekt ist es überhaupt nicht cool, Alter. Und, ja, es ist einfach nur verdammt schädlich. Ich merke es jetzt schon bei mir mit der Lunge, dass ich schon weniger Puste habe. Dann ist es sauteuer. Es wird übelst teuer nach der Zeit. Vor allem, wenn man dann noch einen Job hat, wo man rauchen kann, wann man will. Und man dann mal kurz Langeweile hat, dann geht mal eine Qualm. Und dann, ach, es sind ja gerade mal 20 Minuten her, da qualmt mal noch eine. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Kettenraucher vom Fach bin, aber es ist schon manchmal wirklich viel. Egal, das Rauchen soll jetzt nicht das Thema sein. Und zwar, ja, heute auch wieder auf der Arbeit habe ich dann so mal im Radio ein bisschen gelauscht. Und da kam ja die Sache jetzt mit den Asylbewerbern, da sind sie ja gerade so ein bisschen am diskutieren und so. Und heute oder gestern war ja der Tag, wo so die meisten Asylbewerber an einem Tag reingelassen haben. Es waren jetzt mittlerweile 319. Ich finde das ein bisschen eich, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin kein Stück rassistisch, überhaupt nicht. Ich bin selber ein bisschen... In mir steckt auch so ein kleiner Ausländer, so teilamerikanisch, weil mein Vater halt Amerikaner ist.
Aber trotzdem, ich finde es ein bisschen heftig. Warum spielt Deutschland die Empfangsdame für alle Länder außenrum? Ich meine, das sind 319 legale Asylbewerber, weißt du? Die jetzt dann irgendwie in München da diese kleine Festung von Asylbewerbern sprengen. Aber wir wissen ja nicht, was illegal irgendwie abgeht. Und ich meine, mit jedem Kerl, wo dann mehr reinkommt und vielleicht nichts arbeitet oder so, da müssen wir ja auch wieder mehr Steuern zahlen und so ein Zeug. Also es ist schon ein bisschen tiefgründiger, die Ges Sache mit den Asylbewerbern. Ich finde, man muss es auch mal, irgendwann muss man mal drüber reden, aber braucht jetzt auch keinen, der da irgendwie sagt, so ja, Ausländer raus. Ich meine, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deutschland ist ein Sozialstaat, Deutschland wird auch weiterhin alle Ausländer willkommen heißen. Ich finde es auch gut eigentlich, aber ich finde es nicht gut, wenn dann halt zu viele davon kommen und zu viele uns auf den Taschen liegen. Es gibt genug faule deutsche Leute, die es auch genauso daheim liegen und sich ein schönes Leben auf Kosten anderer machen. Ja, das finde ich geht genauso wenig. Wenn jemand sich was kaufen will, dann soll er dafür auch gefälligst arbeiten. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie eure Meinung dazu ist. Ich würde eigentlich gern mal schon bei den Videos, würde ich mal so kleine Runden machen, wo man dann wirklich mal drüber reden kann. Also, dass ihr das dann auch mal in den Kommentaren haut, wie eure Meinung dazu ist. Weil ich finde es eigentlich immer ganz interessant, ob ich der Einzige bin, wo so denkt oder nicht. Deswegen interessiert mich da die Meinung von anderen eigentlich schon ziemlich. Ja, wir sind ja mittlerweile bei dem Punkt angelangt, wo ich beim Vortex Clan, jetzt mal wieder hier ab in die Zockerwelt, wo ich beim Vortex Clan hier so den Kommentator spiele. Nur bei mir ist es immer so, ich kann halt jetzt nicht speziell auf meine oder auf Vortex Clan Abonnenten eingehen, weil ich das Video halt auf beiden Channels hochlade. Einmal auf meinen eigenen CC Gaming Bros und halt einmal auf vortexclanchannel.de, weißt du? Und sonst könnte ich ja ein bisschen über meine Videos labern, aber das nervt dann wieder die anderen Abonnenten. Deswegen. Oh, ja, der kam aber aus der tiefsten Ecke, ey. Ui, Kumpel hat auch noch mitgebracht. Ja. Sonst würde ich nämlich euch jetzt sagen, die vielleicht das sehen und nicht meine Abonnenten sind, würde ich vielleicht sagen, schaut mal bei mir vorbei. Da wieder hier so ein kleines Schleichwerbungspaket hier raushauen. Bei mir gibt es zurzeit wieder viel mit Facecam, Horror-Games und so ein Scheiß. Und ja, für alle, die sich das auf meinem Channel anschauen, zurzeit war es ein bisschen mau mit der Upload-Rate. Ich weiß, die Woche war ein bisschen heftig vom Real Life her. Es ändert sich gerade bei mir viel. Aber egal, darauf wollen wir dann mal in einem chilligen Game drauf angehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange das Gameplay noch geht. Ich habe nämlich die Uhrzeit total vergessen und habe mir auch keinen Timer gestellt. Aber auf jeden Fall, ich verabschiede mich jetzt erstmal, Jungs. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so die kleine Talkabout-Runde. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Themen haltet, wie ihr das seht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten kommentierten Gameplay von irgendeinem Vortex-Member. Also bis dann, Jungs. Satellit online. Drohne nähert sich. Drohne erwartet Befehle.